Ha, da sind wir wieder. Sind wir wieder. Schon die fünfte Folge. Von Musik aus der Ladenecke. Hier im Laden 2 bei Love is the answer. Heute haben wir ganz besondere Gäste. Sie sind, glaube ich, eine der bekanntesten Alternative Country Bands hier aus der Gegend sowieso und ich glaube, auch überregional auf alle Fälle. Und noch größer, wird. Wir freuen uns, dass wir zwei aus dieser Truppe gewinnen konnten, hierher zu kommen. Sie haben eine neue CD gemacht. Diese CD heißt Promises und die Band heißt No Sugar, No Cream. Und wir haben Piet Funk und die wundervolle Heike Wendelin gewinnen können, hierher zu kommen. Und sie spielen uns drei Stücke. Mhm. Wir sind gespannt. Sie wurden ja schon aufgenommen. Ja, wir sind sehr gespannt. Also ich bin sehr extrem gespannt, weil es ist tatsächlich so, ich verbinde natürlich sehr viele mit, denn ich hatte die große Freude, dieses Album zu produzieren. Und das heißt, wir waren zuerst im Proberaum zusammen und dann im Studio. Und es ist wirklich ein ganz, ganz wunderbares Album geworden. Und ich bin sehr gespannt auf die Version jetzt, da ich die Songs natürlich sehr gut kenne. Jetzt spielen sie nur zu zweit. Ich weiß, es wird funktionieren. Ich bin mir ganz sicher, weil ich weiß, Pete Songs, die kann man nur mit Gitarre spielen und sie nehmen einen mit. Die Songs sind einfach unglaublich gut. Die Platte klingt unglaublich schön. Wirklich wunderschön. Ganz toll. Super gut. Und es sind meine Lieblingsstücke mit dabei. Hoffentlich. Wunderbar. Ich habe es mir gewünscht. Und jetzt mal gucken, was sie machen. Genau, wir spielen. Müssen ja auch wieder hier zusammen das Video aufrufen. Und wir wünschen auf jeden Fall euch viel Spaß mit No Sugar, No Cream. Mit Piet Funk und Heike Wendelin. Drei, zwei, eins, come on. Looking at me, better watch your step. There's some distance in your eyes. You made it home alright on a midnight train. Said you gotta go tonight. Ah, come on. Listening to me, I just call your name. There's some things that I can't hide. Every perfect circle could be vicious though. Being careful just seems right. Ah, come on. Staring at the river, water's rising now and then, and I'm thinking of the years to come and the things to do. Something missing, better find it out. All the details, all the facts. I'll be waiting for you at the river bend. Recognize me by my smile. Ah, come on. Thank you.
Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind 2 von 5 von No Sugar No Cream und wir freuen uns unglaublich, dass wir heute hier spielen dürfen im Laden 2 von Manu Seid in der Goethestraße für eine Aktion, bei der sich erstens Künstler gegenseitig unterhalten und ihre Sonntagabende ein wenig verschönern und zweitens, wo Solidarität gezeigt wird mit denen, die von der Musik leben und die gerade halt ziemlich beschissen dastehen, zum Großteil. Das sind nicht nur Musiker, das sind auch Tontechniker, das sind Mixer, das sind Fotografen, alle, die in diesem Musikbusiness zu Hause sind, sind gerade ganz schön gebeutelt. Und da wollen wir ein kleines Lichtlein anzünden für die alle. Und schön ist, dass wir heute zu zweit spielen. Wir haben vergangene Woche zu dritt gespielt im Tollhaus. Das war ganz seltsam. Insofern seltsam, dass man hört mit einem Song auf und nichts passiert. Das ist einfach Stille und einer blättert dann noch seinen Ordner um und schiebt sich vielleicht die Brille hoch, die immer rutscht. Und ansonsten passiert da gar nichts. Und das ist schon komisch, weil das Ganze lebt doch ein bisschen davon, dass man spürt, was das Publikum so macht, oder? War ein bisschen schwerer, so in Fahrt zu kommen. Ne? Ja, das stimmt, in der Tat. Das hier ist schon ein bisschen kuscheliger. Das hier ist sehr kuschelig. Es ist auch schön, in so einem Laden zu spielen mit so vielen bunten Kleidern. Wir haben hier auch schon zweimal, glaube ich, in fast voller Besetzung gespielt, mit ganz vielen Leuten hier, wo es proppenvoll war. Und wir wünschen uns, dass das bald... Das war auch kuschelig. Ja, das war auch kuschelig. Und wir wünschen uns, dass das bald wieder stattfinden kann. Das nächste Stück, das wir spielen, heißt... Promises und ist von unserem neuen Album, das wir da jetzt vor einer Woche im Tollhaus vorgestellt haben. Und es gibt Promises noch und nöcher. Ein Promise heißt You're gonna be alright. Irgendwann wird der Scheiß wieder vorbei sein, wirklich. Is there thunder? Does it shine? It's a long way down the line. Seems the rain don't make me wet. Could it be that I forget? There are promises we made. There ain't no one here around. Stand with both feet on the ground. There were ends that always met. Could it be that I forget? There were promises to keep. How did it come to this? We are so off of the track. Even if I knew, I won't find my way back. I won't find my way back. Can I show you where to look? Turn the pages in the book. What you read is what you get. Could it be that I forget? There are promises to let. How did it come to this? We are so off of the track. Even if I knew, I won't find my way back. I won't find my way back. Felt when I told you what you held melts away just like you said. Could it be that I forget all the promises we made? How did it come to this?
We are so off of the track. Even if I knew, I won't find my way back. I won't find my way back. How did it come to this? We are so off of the track. Even if I knew, I won't find my way back. 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 So, vielen Dank an alle, die zuhören. Und angeblich zu Hause klatschen. Und angeblich klatschen, aber vielleicht kommen ja dann so ein paar Klatscher. Kommen ja manchmal so Klatschhände, so ein Emoji. Stimmt. Wir unterstützen auf jeden Fall ganz heftig die Aktion Hashtag Love is the Answer und wir unterstützen auch ganz heftig die Aktion Hashtag Support the Artist. Bitte kauft CDs von den Künstlern, die im Augenblick nicht auftreten können. Viele brauchen das ganz dringend. Das nächste Stück heißt da... Muss kurz stimmen, weil okay. Ganz wichtig für das Stück. Bleibt mir noch einen Schluck zu trinken. Gut. Das nächste Stück heißt da... There's more to this than meets the eye, was so viel bedeutet wie es gibt da mehr als das bloße Auge erkennen kann. Same blue moon we're howling at, same stars that we're gazing at, even though we're miles apart. Same tune on the radio, we sang together years ago, a good thing for a start. There's more to this than meets the eye. There's more to this than meets the eye. Same thing that you said today was true enough in many ways. Only passion really counts. We walked that lonesome avenue, just looking for some revenue, a pleasure within bounds. There's more to this than meets the eye. There's more to this than meets the eye. Put a smile on your face. Instead, I kiss that tear from your cheek. Oh, you look so beautiful when you laugh. But there's more to this than meets the eye. There's more to this than meets the eye. Vielen herzlichen Dank. Gute Nacht. Sehr schön.
Es waren tatsächlich meine drei Favorites. Ja. Come On, ich stehe total auf Come On. Oh, Come On ist ein unglaublich schöner Song. Ja. Wirklich ganz toll. Aber ich finde die alle toll. Ich, More Than This, Than Meets the Eye, da muss ich mal an Patrick denken, bei dem wir das Stück, die ganze Platte wurde bei Patrick Damiani im Tidal Wave Studio aufgenommen. Und er hat eine Katze. Und der Name der Katze ist Meets. Und ich fand es da immer so lustig, More Than This, Than Meets the Eye. Hallo Patrick, wenn du zuschaust, jetzt ist deine Katze auch bei Love is the Answer. Der Katzensong, genau. Ja, wirklich unglaubliche Version, auch zusammen mit Heike. Also wirklich ganz toll funktioniert, nur mit Gitarre und Geige. Wahnsinn. Sehr, sehr schön. Und ich weiß nicht, hast du denn, es gibt nämlich ein Review im Rolling Stone. Oh, na, davon weiß ich nichts. Diese Band hat es tatsächlich in den Rolling Stone geschafft. Wow. Das ist unglaublich, ja. Und du als Produzent, dir darf ich jetzt dann was sagen, wenn du das gar nicht gelesen hast, weißt du, was da drin steht? Ich sage dir nur einen Satz. Jeder Song ein Lagerfeuer leuchten. Wow. Tada. Wow. Ja, herrlich, aber ich muss da wirklich alle Lorbeeren weitergeben an Pete, der wirklich ein fantastischer Songwriter ist und auch einfach Songs schreibt, die... Ich unterscheide immer. Es gibt so Songs, da weiß man, okay, die sind irgendwie so selbst gemacht. Aber bei Pete klingt jeder Song so, als wäre er schon immer da gewesen. Ja. Das ist wirklich, das sind ganz großartige Songs, die einen sofort mitnehmen. Man hat Erinnerungen, obwohl man den Song zum ersten Mal hört. Und das muss man können. Deswegen auch natürlich völlig verdient Rolling Stones, ganz klar. Da gehören die hin. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg und viel Glück. Und wir müssen schauen, ob sie das Schild gezeigt haben. Pete getan, oder vielleicht hat Heike. Ich weiß nicht. Irgendjemand, okay. Also wir lassen, muss ja immer hier auf der Rückseite der Tafel steht Love is the Answer. Und wir geben immer den Künstlern die Aufgabe, dass sie irgendwas machen mit diesem Bild. Schauen wir mal. 3, 2, 1. Das sind Coronometer. Genau. Sehr gut gemacht. Toll. Und ihr seid hoffentlich immer noch schön im Live-Chat. Das macht auch immer unheimlich viel Spaß mit unserem Publikum. Es sind ja immer viele, die zuschauen. Das ist toll. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Da wird nämlich unser lieber Freund und Kollege an der Gitarre Matthias Hautsch bei uns sein. Und der Rolf wird auch wieder ein bisschen was singen, das darf ich schon verraten. Und ich singe auch wieder ein bisschen was. Und ihr seid hoffentlich auch wieder dabei. Und wir sagen Tschüss, Rolf Ableiter. Und Sandy Bollasch. Und ich mache wieder aus.